Frankreich hat beschlossen, das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anzuheben. Die Franzosen dürfen in Zukunft also 2 Jahre länger arbeiten. Laut Umfragen lehnen über 70% der Bevölkerung dieses Vorhaben ab. Im Parlament kam es auch schon zu einem Misstrauensvotum gegen die Regierung Macron, welches sehr knapp scheiterte. Die Bevölkerung hat auf diese Rentenreform mit Massenprotesten reagiert, die brutal niedergeschlagen wurden. Sogar der Europarat kritisiert die massive Polizeigewalt in Frankreich. Doch welches Ziel verfolgt Macron mit diesem offensichtlich sehr unbeliebten Vorhaben? Warum riskiert er den Verlust seiner eigenen Macht im Jahre 2025, wenn die Linken oder die Rechten die Präsidentschaftswahlen gewinnen könnten? Nun, dafür müssen wir ein bisschen in die französische Geschichte schauen. Die Arbeitsproduktivität hat sich sowohl in Deutschland als auch in Frankreich von 1980 bis 2020 ungefähr verdoppelt. Gleichzeitig ist der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter nur leicht gesunken und lag in Frankreich durchgängig niedriger als in Deutschland. Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter umfasst alle zwischen 15 und 64 Jahren. 1982 lag das Renteneintrittsalter bei 60 Jahren, später wurde es auf 62 und jetzt soll es auf 64 Jahre erhöht werden. Aus den Zahlen, die wir gerade eben sahen, mit einem sehr leichten Rückgang der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter und einer sehr starken Steigerung der Arbeitsproduktivität und damit auch einer sehr starken Steigerung des Bruttoinlandsproduktes, lässt sich also nicht einmal im Ansatz begründen, warum es denn jetzt nötig sein sollte, das Renteneintrittsalter derart stark zu erhöhen, wie das in Deutschland mit der Rente mit 67 schon geschehen ist und so wie Macron es jetzt mit der Rente mit 64 vorhat. Werfen wir also einen Blick in die Geschichte. 1981 wurde François Mitterrand zum französischen Staatspräsidenten gewählt. Und er machte zuerst eine sehr sozialdemokratische Politik. Er verstaatlichte zahlreiche Betriebe, er erhöhte den Mindestlohn stark und legte das Renteneintrittsalter bei 60 Jahren fest. Doch er vollzog innerhalb kurzer Zeit eine neoliberale Wende. So wurde der Mindestlohn, den er anfangs stark erhöhte, fast überhaupt nicht mehr erhöht. Auch um das Lohnstückkostenwachstum auf die später in der Europäischen Währungsunion notwendigen 2% pro Jahr runterzubringen. Zudem kam es zu zahlreichen Privatisierungen und er kündigte seine Koalition mit den Kommunisten auf. Diese gemäßigt neoliberale Politik war lange nicht so schlimm wie das, was beispielsweise in Deutschland mit der Agenda 2010 veranstaltet wurde. Dies kann man auch an den Statistiken ablesen. Die Einkommensungleichheit veränderte sich in Frankreich von den 1980er bis in die 2010er Jahre fast überhaupt nicht, während sie in allen anderen Industrieländern stark anstieg. Sowohl bei der Vermögens- als auch bei der Einkommensungleichheit liegt Frankreich heute also ungefähr im unteren europäischen Mittelfeld und steht damit besser da als Deutschland. Und das bei einem relativ starken Wachstum der Arbeitsproduktivität. Jedenfalls einem, das ähnlich stark war wie das in Deutschland. Also eigentlich klingt das doch nach einer Erfolgsgeschichte. Ein Wirtschaftswachstum, das sich ungefähr im europäischen Normalmaß bewegt, bei einer gleichzeitig geringeren Ungleichheit. Wo könnte jetzt also ein Problem liegen? Als der Euro 1999 bis 2002 eingeführt wurde, gelang es Frankreich schließlich, sein Lohnstückkostenwachstum bei ungefähr 2% pro Jahr zu fixieren und damit das Inflationsziel der EZB von 2% exakt einzuhalten. Deutschland hingegen unterbot dieses 2% Inflationsziel im ersten Jahrzehnt des Euros fast durchgängig, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exportindustrie immer weiter anstieg und Deutschland schließlich riesige Leistungsbilanzüberschüsse anhäufte. Respektive dazu machte Frankreich, wenn auch relativ kleine, Leistungsbilanzdefizite. Das Ausland wurde in Frankreich also zum Netto-Sparer. Gleichzeitig erhöhte die französische Zentralbank, um das 2%-Ziel einzuhalten, unter Mitterrand noch immer weiter die Zinsen, was die Investitionsbedingungen für die französischen Unternehmen immer weiter verschlechterte und sie schließlich auch an die Nulllinie trieb. Die französischen Unternehmen sind zwar keine Netto-Sparer, aber auch kein großartiger Netto-Schulden. Dank der unabhängigen Zentralbank blieben die Nominalzinsen seit den 90ern über dem nominalen Wachstum und die private Investitionstätigkeit erlahmte. Was das französische Problem ist, wird im Vergleich mit Deutschland ziemlich klar erkennbar. Wenn die französischen Unternehmen die Nettosparerposition
der Haushalte und des Auslandes nicht ausgleichen, dann muss sich der Staat immer weiter verschulden. Die Staatsverschuldung erhöht sich also auch im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt immer weiter, was langsam mit den Maastricht-Kriterien in Konflikt gerät. Die französische Staatsverschuldung liegt mittlerweile bei über 100% des Bruttoinlandsproduktes. Laut Maastricht wären allerdings nur 60% erlaubt. Das heißt, der französische Staat muss, wenn der Vertrag von Maastricht bald wieder gelten soll, so wie es die Europäische Kommission ab 2024 vorhat, langsam anfangen zu sparen. Also zurück zur Rentenreform. Was passiert, wenn die Unternehmen aus einem größeren Angebot an Arbeitskräften wählen können, weil die Leute später in Rente gehen? Nun, die Arbeitnehmer machen sich untereinander mehr Konkurrenz. Die gleiche Nachfrage nach Arbeit trifft auf ein größeres Angebot an Arbeit. Das bedeutet, der Preis der Arbeit, also der Lohn, sinkt. Diese Rentenreform sorgt für sinkende Löhne und damit sinkende Lohnstückkosten. Und damit sind wir beim entscheidenden Punkt. Das ist Macrons Ziel. Er will die Lohnstückkosten langsamer steigen lassen bzw. sogar senken, um einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen europäischen Ländern zu bekommen, um Leistungsbilanzüberschüsse zu machen, so wie es Deutschland mit der Agenda 2010 erfolgreich vorgemacht hat. Macron versucht also durch Lohndumping seine eigene Exportindustrie zu peppeln, was man gemeinhin als Merkantilismus bezeichnet und was die Gefahr einer Deflation birgt. Macrons Rentenreform ist also nicht nur unsozial, sondern ganz klar antieuropäisch. Wenn ein weiteres Land neben Deutschland versucht, solch hohe Leistungsbilanzüberschüsse aufzubauen, dann reißt das die Währungsunion auseinander. Wir können in diesem Kontext nur hoffen, dass Macron 2025 endlich abgewählt und durch eine vernünftige linke Regierung, die dieses irre Projekt stoppt, ersetzt wird und nicht der Front National von diesen wirklich gefährlichen Plänen Macrons profitiert. Doch solange Macron noch im Amt ist, und das werden voraussichtlich noch 2 weitere Jahre sein, versucht er diesen Plan mit brutalster Gewalt durchzudrücken. Ich hatte vorhin ja schon die Polizeigewalt, die er gegen Demonstrierende verwendet, angesprochen. Man stelle sich nur vor, eine solche Brutalität würde die Polizei in einem nicht-westlichen Land an den Tag legen. Wir würden tagtäglich in den Nachrichten zu hören bekommen, was für ein brutales Regime das wäre, aber das nur am Rande. Positiv festhalten lässt sich auf jeden Fall, dass die Franzosen sich eine solche Rentenerhöhung nicht einfach so gefallen lassen, so wie wir Deutschen es tun. Oder ihr erinnert ihr euch daran, dass es ähnliche Massenproteste mit Millionen von Demonstranten auf der Straße gab, als die Regierung Merkel I die Rente mit 67 einführte? Ich erinnere mich daran zumindest nicht.